jetzt fast 50 Jahre gläubig und wir hatten immer genaue Vorstellungen. Das kam unter anderem durch das Buch, das ja viele von uns gelesen haben, Alter Planet Erde, wohin? Wir hatten schon genaue Vorstellungen, wie die Endzeit sich entwickeln und ablaufen wird. Und wir wussten natürlich alle 1948 Gründung des Staates Israel. Wir wussten alle 1967 Rückeroberung Jerusalems. Damit endet die Zeit der Heiden. Das haben wir alle gewusst. Und dass dann auch der antichristliche Geist, so wie die Bibel es beschreibt, in der Offenbarung immer stärker wird und dann zur Offenbarung 13 führt, das war alles klar. Aber kein Mensch von uns hätte gedacht, dass sich das alles so seltsam entwickelt. Wir hätten nie gedacht, dass die Wehen aus Matthäus 24, 7 und 8, dass die sich so letztendlich vor unseren Augen gestaltet. Wir haben ja gesehen, wie hier ganz raffinierte, antichristliche, humanistische, teilweise gesundheitliche Diktatur aufgebaut wird und wie das alles letztendlich aber dazu führt, dass Offenbarung 13 halt geschehen kann, letztendlich die völlige Erfassung der Menschen, die völlige Digitalisierung, alle diese Dinge. Und mit diesen krass und deutlich sichtbaren Dingen ist es dem Teufel aber gelungen, uns von einer zweiten antichristlichen Schiene, die er uns ganz raffiniert untergejubelt hat, abzulenken. Das ist ein Riesenproblem. Und zwar, wir verstehen unter antichristlich oft nur die dämonischen Angriffe, diese ganze Entwicklungen. Oder wenn uns Finsternismächte ergreifen, das alles ist der Normalfall. Da ist ein Gläubiger firm und fit mit. Aber in der Endzeit, je weiter dieser antichristliche Geist vorschreitet, passiert etwas. Mir ist das am Anfang gar nicht aufgefallen. Aber je länger ich mir das ansehe, je klarer wird es. Und ich muss es zu meiner Schande bekennen, dass ein alter Bruder vor vielleicht 40 Jahren diese Dinge schon genannt und dargelegt hat. Ich habe damals den Kopf geschüttelt und habe gesagt, naja, man kann es auch übertreiben. Und zwar, er sagte damals, und ich sage das heute genau gleich, alles, und wenn es die frömmsten Dinge sind, was an die Stelle Jesu Christi und seines vollkommenen Opfers tritt, ist antichristlich. Weil anti heißt im Griechischen anstelle von. Wir sind ja nur gewohnt, dass wir denken dagegen, aber es heißt ja anstelle von anti. Das heißt, alles, was Jesus seine Rolle und die Rolle des vollkommenen Opfers aus dem Mittelpunkt rückt, also aus der Mitte tut, ist im Prinzip von diesem antichristlichen Geist letztendlich geprägt. Das können christliche Lehren sein. Wisst ihr, mir ist aufgefallen, ich habe Leute, die redet immer auf zwei, drei Bibelstellen rum, auf Lehren, ob es jetzt die Frauenfrage ist, ob das die Kleiderfrage ist, ob das die Essensfrage ist, ob das die Frage ist von den Medien. Die redet da immer rum bis zum Wahnsinn. Wenn ich die Leute aber frage, zum Beispiel Epheser 1, 17 bis 19, wo beschrieben wird, was ich tun muss, dass das vollkommene Opfer bei mir vollständig wirkt, dann kriege ich keine Antwort. Wisst ihr, ich habe 70, 80, 100, 120 Bibelstellen, die das vollkommene Opfer total beschreiben und zeigen, wie ich die völlige Erlösung Jesu Christi durch den Heiligen Geist in meinem Herzen zur Wirksamkeit bringen kann, bis zum völligen Sieg. Aber da reden wir nicht drüber, weil dieses vollkommene Opfer wird aus der Mitte getan durch menschliche Lehren. Jetzt kommen wir wieder zu dem Problem, dass jeder Mensch von seiner Charakterstruktur her, von seiner Vergangenheit her, bis hin zu der Schule, bis hin zu der Ausbildung, bis hin zu der geistlichen Prägung, die er bekommen hat in der ersten Gemeinde nach der Wiedergeburt, geprägt wird und auf eine Schiene gesetzt wird. Und der Teufel nutzt das gnadenlos aus. Er hat nur ein Ziel, wenn er nicht verhindern kann, dass jemand wieder geboren wird, dass er zum Glauben kommt, dann versucht er letztlich, ihn abzudrängen. Und es ist insofern dramatisch, weil die Bibel sagt ganz klar, Offenbarung 3, 8 und 10, wir werden bewahrt werden vom Herrn Jesus, wenn wir zwei Dinge tun. A, an seinem Wort bleiben und B, vor seinem Angesicht bleiben, das heißt, auf ihn ausharren. Das heißt, in dem Moment, wie es dem Teufel gelingt, uns von dem abzudrängen, in andere Schiene reinzuführen, wird etwas passieren, dass wir letztendlich endzeitlich einen Teil dieser Fürsorge Jesu, wir werden der verlustig gehen.
Das heißt, Herr Jesus und sein Blut und sein Opfer werden aus dem Zentrum gebracht. Und da gibt es eine Bibelstelle im Alten Testament, die hat mich immer erschüttert. Prediger 8,3. Da steht ganz einfach, und da geht es um den König, also um den Jesus. Ich lese uns das. Lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen. Der Teufel kann uns vom Angesicht Jesu verscheuchen durch Anfechtungen, durch Angriffe, durch andere Dinge. Die sind uns klar, da weiß ich, da muss ich aufpassen, dass er mich nicht vom Herrn Jesus wegbringt. Aber wer kommt auf die Idee, wenn meine eigene religiöse Ansichten so stark werden, dass das vollkommene Opfer nicht mehr im Mittelpunkt steht, dass ich dann schon bereits das erlebe, dass ich verscheucht werde. Und das ist eine ganz teuflisch hinterhältige Art. Ich habe das bei mir selber gemerkt. Und ich bin dann wieder erinnert worden, er hat mich erinnert, der Bruder hat das vor rund 40 Jahren schon gesagt. Und ich habe damals den Kopf geschüttelt und habe gesagt, nein, aber es ist so. Und aus dem Grund möchte ich heute Morgen mit uns zum ganz zentrale Zentrum der Erlösung zurückgehen, zum Herrn, sein Blut und diesem vollkommenen Opfer. Um nochmals hier, ich sage es mal so, einfach Pflöcke zu setzen. Wisst ihr, wenn ich ganz allein bin, ich habe Leute, die sagen, du musst in die Seelsorge, du musst das tun, du musst das bekennen, du musst jenes machen. Muss ich sagen, wenn ich im Gefängnis bin und letztendlich verfolgt oder gefoltert werde, dann kann ich nicht in die Seelsorge, dann kann ich nicht zu meinem Bruder gehen, dann kann ich gar nichts, dann bin ich allein. Versteht ihr? Und das ist das Zentrum. Was ist mit mir, wenn ich völlig allein vom Herrn Jesus bin? Was ist, wenn ich vollkommen isoliert bin, wenn ich nichts mehr habe als der Herr in meinem Herzen durch den Heiligen Geist? Was ist dann? Dann muss es genauso funktionieren, wie wenn ich tausende von Leuten um mich herum habe und wenn ich in der herrlichsten geistlichen Gemeinschaft bin. Es muss funktionieren. Und um das geht's. Die Vorbereitung für diese antichristliche Zeit, wir wissen alle nicht, was uns trifft, ist von zentraler Bedeutung, dass dieses vollkommene Opfer im Mittelpunkt steht und dass wir lernen, wenn ich ganz allein bin, was muss ich tun? Epheser 1,7 ist eine der wichtigsten Bibelstellen. Sie sagt, in ihm haben wir der Erlösung durch sein Blut die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Dieses Wort Erlösung, das heißt Apolutrosis, das ist ein Wort, das heißt, und ich sage es mal vorsichtig, wir sind gebunden an unser Ich, wir sind gebunden an den Teufel, wir sind gebunden an unsere Sündenatur, bevor die Wiedergeburt geschieht, die das bricht. In dem Moment, wie wir in einem Geist zu einem Leib getauft werden, bei der Wiedergeburt, bricht es geistlich. Aber wisst ihr, alles, was bei mir passiert, geschieht in der Wiedergeburt, im Geist, wenn der Heilige Geist mein Geist lebendig macht. Das sagt aber noch gar nichts, was mit meiner Seele ist. Und meine Seele steuert mein Leben. Das heißt, ich muss lernen, das, was geistlich in mir ist, so auf mich wirken zu lassen, dass meine Seele und damit mein ganzer Körper erfüllt, mein ganzes Sein. Und diese Erlösung, die bedeutet praktisch Loskauf eines Sklaven oder Gefangenen durch Lösegeld. Das war Jesu Blut. Freilassung. Das ist jetzt interessant. Also ich lese jetzt einfach die griechische Bedeutung. Angeboten durch den Preis der Verleugnung. Steht hier. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, wer nicht letztendlich sich verleugnet, das ist da drin. Erlösung aber auch als Zustand des Erlöstseins, das hat mit dem Erlöser zu tun, das hat mit Loslassen zu tun, gehen lassen, entlassen, fortschicken. Im Alten Testament der Scheidebrief, ich bin geschieden vom Teufel, ist hochinteressant. Fortschicken, verabschieden, sich trennen, scheiden, sterben lassen, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin Gott, weggehen. Das alles steckt in dem Wort Erlösung drin. Und er sagt, diese Erlösung haben wir, eine vollkommene Befreiung vor jeder Macht der Finsternis. Wisst ihr, jetzt kommt der Teufel und sagt, nein, erst wenn man dir die Hände auflegt, erst wenn dir jemand gebietet, erst wenn du in der Seelsorge warst, erst wenn man das macht, wo steht das? Nirgends. Versteht ihr? Der Teufel nimmt unsere frommen Veranlagungen und versucht die ganz raffiniert so uns unterzujubeln, dass ich letztendlich nicht mehr der Herr Jesus allein, nicht mehr sein vollkommenes Opfer, nicht mehr sein Blut allein als totales Sieg und als totale geistliche Waffe benutze, sondern mich ablenken lasse. Wisst ihr, was da bewirkt wird? Ich sage euch ein Beispiel. Wir werden sehr stark über das Blut Jesu heute hören. Das kann man auch missbrauchen. Mir hat man noch beigebracht, das sind mystische Ansätze.
Ich muss mich mit dem Blut Jesu bedecken. Ich habe es ja am Mittwoch auch in der Bibelstunde nochmal aufgezeigt. Und ich habe es immer geglaubt. Ich war so ängstlich, dass ich nicht aus dem Haus rausging, wenn ich nicht mit dem Blut Jesu bedeckt war. Aber irgendwann ist mir dann aufgefallen, ich laufe in jede teuflische Verführung hinein. Der Teufel haut mir alles rein, was er mir reinhauen kann. Und das Blut Jesu wird gar nicht. Bis ich dann die Bibel genauer untersucht habe und gesagt habe, die Bibel lehrt sowas nicht. Sie sagt, du musst die Waffenrüstung anziehen aus Epheser 6. Das Blut Jesu schützt mich vom Zorn Gottes. Und damit hat der Teufel eine gewisse Macht über mich verloren. Aber was ganz brutal ist, gegen die anderen Dinge hat die Bibel andere Mittel. Und das ist so eine typische antichristliche Lehre, wo man dann das vollkommene Opfer nicht mehr annimmt, sondern sich auf mystische Dinge verlässt und dann läuft mir das Messer. Erst als ich das erkannt habe, und dann habe ich gemerkt, wie meine Seele geprägt ist. Die ist viel stärker geprägt, als wir denken. Und dann habe ich gemerkt, obwohl ich wusste es im Geist, ich wusste es im Verstand, ich wusste es geistlich, es ist falsch, ich muss nur mich letztendlich auf das vollkommene Opfer verlassen. Und dann ist mir aufgefallen, ich hatte psychisch, seelisch echte Probleme, aus dem Haus zu gehen, ohne mich unter das Blut Jesu zu stellen. Das war ein Kampf. Es war ein Kampf zwischen meinem Geist und meiner Seele, nicht im Verstand, meinem Geist, wo die Wiedergeburt ist, und meiner Seele. Und dieser Kampf, der tobt. Und der Teufel versucht immer dann Keil dazwischen zu treiben, dass ich nicht vom vollkommenen Opfer vollständig abhängig bin. Wisst ihr, was ist das für eine Macht, wenn ich niemand brauche, wenn ich von niemand gehindert werden kann, keine antichristliche Macht, keine Teufelei, gar nichts. Wenn ich zum Jesus komme und sein vollkommenes Opfer wirkt, dann schlägt geistlich jede Macht durch, ohne dieses ganze Brimborium drumherum. Das will der Teufel natürlich nicht. Sonst hat er keine Macht mehr über mich. Und das ist ein Riesenproblem. Mit dem Blut, man muss das natürlich verstehen, auch geistlich. Ich möchte ein paar Dinge aufzeigen. Und zwar 2. Mose 21, 23, da sagt die Bibel was ganz, ganz kindlich Einfaches. Wenn aber ein Schaden entsteht, so sollst du geben, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Das Gesetz Gottes, das habe ich lange auch nicht begriffen, ist von Gott gegeben worden als ein Grundsatz. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Gott ist dreimal heilig und ernst zu nehmen, erhält sich nämlich sein eigenes Gesetz. Nach diesem Gesetz konnte er nach dem Sündenfall, wenn ihr 1. Mose 3 lest, dann seht ihr, dass dort praktisch Leben zerstört wurde. Adam und Eva haben zwar nicht das körperliche Leben sofort zerstört, aber sofort kam der geistliche Tod in sie und dann begann das Sterben. Und hier sieht man etwas, könnt ihr nachlesen, 1. Mose 2, 17, 1. Mose 3, 1 und Folgeverse, dann siehst du etwas, da ist Leben zerstört worden. Jetzt sagt die Bibel klipp und klar, nach dem mosaischen Gesetz, dieser Schaden muss ersetzt werden, sonst gibt es keine Hilfe, keine Rettung, gar nichts. Es muss was passieren. Das ist ganz einfach. Jetzt können wir ja sagen, gut, Adam hat Leben zerstört. Jetzt soll er sein Leben opfern, kann er aber nicht, weil er hat kein Leben mehr aus Gottes gilt. Und selbst wenn er gehabt hätte, und dann gestorben wäre, hätte es nur für ihn gereicht, aber für die Eva schon mal nicht. Ist brutal, wenn du dir diese Hintergründe überlegst. Also muss Gott handeln. Und 3. Mose 17, Vers 11 zeigt nochmal etwas auf. Und das ist von letzter Bedeutung, dass man hier die Zusammenhänge sieht. Dann wird man frei von Religion, weil man sieht, da ist was anderes, viel brutaler. 17, 11. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seelen. Das Leben ist im Blut. Wisst ihr, damit ist ganz klar, nachdem Adam kein Blut mehr hat, wo Leben drin ist, da war kein Leben mehr drin. Das war tot. Musste Gott etwas tun, wenn er uns erlösen wollte. Weil, wir dürfen das nie vergessen, Gott spielt nicht. Gott ist dreimal heilig und er kann um seiner Heiligkeit willen nirgends fünfe gerade sein lassen. Er muss sich selber an seine eigenen Gesetze halten. Wenn ihr zum Beispiel, ich lese die Stelle jetzt nicht, Jesaja 34, 6 seht, dann seht ihr, dass Gott auch bestimmte Sünde durch Blutvergießen strafen muss. Hebräer 9, 22 sagt klipp und klar,
Und das ist das Zentrum. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Blut von Böcken und Stieren. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das ist ein zentraler Punkt. Schon 1. Mose 3, als Adam und Eva nackt waren, sie haben ja vorher nicht gewusst vom Sündenfall, dass sie nackt sind und bekleidet werden musste, hat Gott ihnen Kleider aus Fellen gemacht. Was hat er getan? Blut vergossen. Ganz klar, er musste Blut vergießen, um sie zu bekleiden. Abel, Kain und Abel, wenn ihr das seht, Abel geht hin, schlachtet ein Tier, vergießt Blut und die Bibel sagt klipp und klar, 1. Mose 4 könnt ihr nachlesen, durch das Vergießen des Blutes, durch sein Opfer, war er bei Gott angenehm. Kain geht hin und nimmt von der Erde ein Opfer. 1. Mose 3, 17, der Erdboden ist verflucht um des Sündenfalls willen. Das ist dieses Antichristliche. Abel macht das Richtige, er geht zum Blut, das was Gott will. Kain macht es falsch, er geht zum Fluch. Und dann wird er der erste Mörder der Menschheitsgeschichte. Falsches Opfer, katastrophale Wirkung. Und wenn er dann sieht, was seine Nachkommen alles loslassen, müsst ihr mal gucken, was die da von sich geben. Die sagen, bei mir wird es siebenmal schlimmer. Die werden immer schlimmer. Und heute hast du das in der Ausreifung. Und Hebräer 11, 4 sagt was ganz Interessantes, wenn man hier die Bibel ganz sachlich liest. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Da steht Schlachtopfer im Griechischen, Thysia. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei. Jetzt pass auf. Da gibt es auch jetzt Auslegungen, die sagen, naja, Gott hat das Herz angesehen, das Opfer hat keine Rolle gespielt, alles Unsinn. Da steht klipp und klar in der Bibel, indem Gott über seine Gaben, das heißt das Blutopfer, Zeugnis ablegte und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Das heißt, Gott legt das Zeugnis ab über das Blut, das vergossen wurde, und nicht über irgendwie eine Herzenstellung. Die hat natürlich passen müssen. Warum? Prüft Gott Abraham so hart, dass er Isaak opfern musste. Gott musste es tun, wenn er 1. Mose 22 lässt. Und Abraham wäre bereit gewesen, sogar seinen Sohn zu töten. Und die Bibel sagt, weil er geglaubt hat, dass Gott ihm den Sohn, selbst wenn er ihn tötet, durch Auferstehung wiedergeben kann. Er hat also vollkommenen Glauben gehabt, dass Gott hier absolut ist und keinen Fehler macht. Und es ist wunderbar, sein Wort. Und dann gibt Gott plötzlich ein stellvertretendes Opfer. Damit zeigt er an, was in Zukunft geschehen soll. Und dann geht Abraham, der Vater der Gläubigen ist, 1. Mose 22, 14 und sagt, Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen. Das ist gigantisch. Yahweh Jireh oder Jehovah Jireh, wie man es ausspricht. Das heißt, er sagt, der Herr wird für das Opfer sorgen. Das heißt, Gott sorgt für das Opfer. Wir lesen dann später in der Schrift, dass im Hebräerbrief das Blut von Böcken und Stieren niemals Sünde hinwegnehmen kann. Also musste Gott etwas tun. Jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. Man kann über Lehre streiten, aber wenn es ums Opfer Jesu geht, um die Person Jesu, um das Blut, dann hört der Spaß auf. Versteht ihr? Wenn der Herr Jesus nicht von einer Jungfrau geboren wurde, da könnt ihr alle die Kirche und alle Gemeinde, wo das leugnet, könnt ihr gleich wegwerfen. Wenn der Herr Jesus nicht von einer Jungfrau geboren wurde, wenn er nicht vom Heiligen Geist gezeugt wurde, dann hatte er Erbsünde. Dann hatte er totes Blut. Wenn das Blut vom Herr Jesus das ist, was Gott will, dann musste der, der das Blut vergießt, Voraussetzungen haben. Er musste ein Mensch werden, wie wir. Er musste Blut haben, aber durfte nicht vom Mensch gezeugt sein. Sonst über den Vater, könnt ihr in der Bibel nachlesen, über den Vater wird die Erbsünde, also die Sünde übertragen. Also er musste vom Heiligen Geist gezeugt sein und damit hatte er keine Erbsünde. Es musste eine Jungfrau sein, die rein ist und damit ist ein Mensch geboren, der ein Mensch ist wie wir, noch Geist, Seele und Leib, in dessen Geist aber in Wirklichkeit die Gottheit ist, er war ja der Sohn Gottes und dessen Blut rein war, das hatte Leben, das musste geschehen. Und wenn man das einmal versteht, dann begreift man, das ist das Opfer, wo Gott dafür sorgen will. Und es ist alles viel dramatischer, als wir uns das immer vorstellen. Wir haben einen humanistischen, antichristlichen Geist eingeimpft bekommen. Wir sehen die Heiligkeit Gottes und wie Gott handeln muss, um seiner Heiligkeit willen, sehen wir oft nicht mehr. Es gibt eine Geschichte in
2. Mose 4, ab 24, die haben mich immer erschüttert. Und zwar, man muss das einfach sehen, Mose ist das Werkzeug Gottes, aber er war nicht erlöst. Es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Muss ich mal vorstellen. Dann nahm Zipporah, seine Frau, ich muss es leider das zugeben als Mann, die Frauen sind oft geistlich eifriger und manchmal auch schlauer wie die Männer, muss ich ganz ehrlich zugeben. Meine Frau ist manchmal schlauer wie ich. Sie haben mich oft schon gewarnt, ich habe es nicht haben wollen und hinterher hat es sich gezeigt, war richtig. Dann nahm Zipporah einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut. Das war nicht die Bedingung, die Kinder mussten beschnitten werden. Das heißt, die Vorhaut musste abgeschnitten werden. Das ist hier nicht passiert, das haben sie versäumt. Sie haben geistlich kein Blut vergossen, das geschieht bei der Beschneidung. Begreift ihr? Gott will Mose töten, weil er einen einzigen Punkt nicht gehalten hat, dass er Blut vergossen hat. Es passiert etwas. Jetzt beschneidet sie ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach, fürwahr, du bist mir ein Blutsbräutiger. Merkt ihr was? Da ließ er von ihm ab. Sie aber sagte, Blutsbräutiger wegen der Beschneidung. Wisst ihr, wenn man diese Dinge mal geistlich versteht, auch in der Schattenbildlichkeit, dann sieht man, ohne Blutvergießen keine Vergebung. Selbst im Alten Testament, wenn die Zipporah das nicht getan hätte, hätte Gott Mose getötet. Brutal. Versteht ihr, wie heilig und ernst Gott das Blutvergießen nimmt? Dann nimmt es viel ernster wie wir. Wisst ihr, für uns sind das oft religiöse Formeln. Passa. Ihr kennt alle die Geschichte. 2. Mose 12, könnt ihr in Ruhe nachlesen. Gott sagt, jede Erstgeburt muss sterben. Das ist der geistliche Tod, neutestamentlich. Und dann geht der Engel Gottes, der Würgeengel, durch Ägypten, durch jedes Haus und tötet vom Pharao bis zum kleinsten Diener jeden Erstgeborenen furchtbar. Da sieht man, wie der geistliche Tod Realität ist. Und dann sagt er, aber ihr, mein Volk, ihr schlachtet ein Passahlamm. Und die Bibel sagt klipp und klar, der Herr Jesus ist das Passahlamm, das geschlachtet wurde. Und dann nehmt ihr von diesem Blut und bestreicht die Pfosten eurer Häuser. Und dann geht er hinter dem Blut in Sicherheit. Und dann sagt Bibel was Wunderbares. Wenn ich das Blut sehe, werde ich mit meinem Zorngericht vorübergehen. Wenn der Herr Jesus sieht, dass du das Blut Jesu angenommen hast, dass du den Herr Jesus als Erlöser angenommen hast, dass deine Herzenstür mit dem Blut besprengt ist, dann wird der Zorn Gottes an dir vorübergehen. Jetzt kommt wieder der Teufel mit diesen dreckigen Lügen, auch wenn es an Sterben geht. Wisst ihr, ich habe schon Leute gesehen, die haben gezittert vor dem, dass sie sterben mussten. Gläubige Leute. Ich weiß, ein Mann, ich gehe mir heute noch nach. Ich sage es mal ganz hart. Wenn ich auf dem Totenbett liege, dann wird der Teufel kommen und mich verklagen. Guck, du hast das versäumt, hier hättest du treuer sein sollen, hier warst du schlau, dort warst du unrein, dort warst du hochmütig. Der bringt die alle, der hat alle gesammelt, der wird dir das vorhalten vom Staubebett. Wisst ihr, und dann gibt es bloß eins. Wenn Gott das Blut sieht, geht er vorüber. Ich habe bisher zweimal in meinem Leben gedacht, dass ich sterbe. Einmal hat mich ein Jugendkreis so weit gebracht, dass ich fast denke, dass ich mich sterbe. Die haben mich unakklimatisiert, haben sie mich in Südtirol, was ist wie viele tausend Meter da hochgejagt. Könnte auch bloß ein paar hundert gewesen sein, aber ich habe den gekriegt, einen Herzinfarkt. Gell? Also unakklimatisiert. Die war ein bisschen verrückt auf dem Sektor. Gell? Und das zweite Mal, als ich Operation hatte mit meinen Nierensteinen, da war es dann so, ich habe echt gedacht, jetzt ist, da muss ich erklären vom Angesicht Gottes, was ist jetzt mit mir? Da war mir es klar. Egal, was in meinem Leben war, wenn ich jetzt sterbe, du nimmst mich nur an, um des Blutes Jesu Wille. Ich bin nur gerettet, um des Blutes Jesu Wille. Keine andere Dinge, egal was ist, wenn ich komme und das Blut für mich in Anspruch nehme, dann bin ich vollständig rein, weißer wie Schnee. So weiß, wie kein Mann es machen kann. Und in dem Moment werde ich, wenn ich die Augen aufschlage, in der Gegenwart Jesu erscheinen und werde vollständig gerettet sein. Es ist nur das Blut. Und so war es beim Passa. Der Zorn Gottes ging vorüber, als er das Blut sah. Jetzt könnt ihr 3. Mose lesen, 3. Mose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die ganze Opfer hat Gott schattenbildlich gegeben, dass wir es begreifen. Dass wir begreifen, dass es nur durch Blutvergießen geht. Und zwar, wenn man genaue geistliche Sicht hat und Augen, um es zu sehen, dann sieht man auch, dass alle diese Opfer einmal der Herr Jesus widerspiegeln. Zum Beispiel
Die Bibel sagt, es musste ihm die Haut abgezogen werden. Sieht schrecklich aus. Die Bibel sagt, er sah nicht mehr wie ein Mensch aus nach der Geißelung. Dann sagt sie, das Opfer muss zertrennt werden. Das ist das, wo der Jesus schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also du siehst in die Opfer praktisch den ganzen Weg Jesu Christi und die Erlösung, siehst du. Aber du siehst auch, zweiter Teil, sein Leib, wie du das annehmen musst. Und da gibt es Übergangslösungen. In Jesaja 1,11 zum Beispiel sagt Gott, nochmals, um die Blutopfer im Alten Testament zu klassifizieren, was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Wittern, von Fetten, der Maschkälber überdrüssig und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich keinen Gefallen. Er hat nur Gefallen am Blut Jesu, versteht ihr? Und dann kommen die Gläubigen und sagen, ja, in der Endzeit wird ein Tempel in Jerusalem gebaut, da werden wieder Opfer gebracht. Man sagt, so was? Das Blut Jesu Christi ist ein für alle Mal vergossen. Da werden keine Blutopfer mehr gebracht. Das ist ein ganz einfacher Grund. Ich habe mir das erguckt. In Israel, da gibt es ja das Institut, das der Tempel wieder aufbauen will. Ihr wisst ja alle, wo das Blut hingesprengt wurde, oder? Ich gehe mal davon aus. Also es gibt zwei echte Tempel in der Bibel. Nur zwei. Alle anderen sind Makulatur. Da müssen wir mal die Tempel untersuchen. Es gab in der Stiftshütte, im Allerheiligsten, die Bundeslade, da war das Gesetz Gottes drin, sein heiliger Wille. Drüber war der Sühnedeckel. Römer 3, 25 sagt, der Herr Jesus ist der Sühnedeckel. Da war also die Person Jesu drauf, die die Gesetze Gottes erfüllt und alles abdeckt. Und dann musste, dass Erlösung geschieht, im Yom Kippur, 3. Mose 16, musste der hohe Priester ins Allerheiligste und Blut auf den Sühnedeckel springen. Und genau das hat der Herr Jesus gemacht. Also Hebräer 10, 19 und folgende, wir sehen jetzt nachher, durch die Himmel gegangen ist, das himmlische Heiligtum in die Stiftshütte und das Blut drauf gesprengt hat. Und ein Tempel funktioniert nur, wenn ein Sühnedeckel drin ist. Und ein Tempel funktioniert nur unter Erlösung, wenn auf diesen Sühnedeckel das Blut des Opfers gesprengt wird. Und der Herr Jesus war der hohe Priester, der das Blut gesprengt hat. Er war das Opfer und sein Blut und er war auch der Sühnedeckel, wo es drauf gesprengt wurde. Alles ist von ihm, durch ihm und zu ihm. Wenn man das einmal versteht, dann sieht man erst geistlich, was da für eine geistliche, ungeheure, ich sag's einmal, Qualität dahinter ist. Er hat das vollkommene Opfer vollständig gebracht. Und Gott will nichts anderes. Und das ist einfach ein zentraler Punkt. Wenn man das nicht begreift, dann kann man abgedriftet werden. Wisst ihr, und jetzt müsst ihr mal einfach sehen, jeder wusste in Israel, dass ein Lamm geopfert werden musste und das Blut des Lammes auf der Opferaltar gesprengt werden musste. Aber jetzt passt auf, wir haben ein Problem. Nur die Stiftshütte und nur der salomonische Tempel hatten einen Sühnedeckel. Die andere hatten keinen. Jeremia 3,16 sagt klipp und klar, die Bundeslade ist verschwunden und sie wird nie mehr zurückkommen. Auch das Blöde von Menschen oft, wenn sie vom Teufel verführt werden, das blöde Ansinnen, die Bundeslade zu finden. Ja, was willst du mit der? Dann sagt man, ja gut, sie ist in Äthiopien und Tausende, da beschäftigt man die Leute mit. Die Bundeslade kommt nicht zurück, Gott hat sie verschwinden lassen. Er zeigt an, nur mit Blut auf dem Sühnedeckel und dann tut er es weg, um zu zeigen, nicht. Das Schattenbild, nicht mit dem Blut von Tieren und Böcken, nicht mit der Bundeslade hier auf der Erde, sondern nur im Himmel. Und nur das Blut Jesu im Himmel. Wisst ihr, und zur Zeit Jesu, das wissen die wenigsten, dieser Tempel in Jerusalem, der war ja ein Prachtbau, den Herodes wunderbar gemacht hat. Er ist wunderbar gewesen, das kann man sich nicht vorstellen. Er ist der Weltwunder. Aber da gab es ein Problem. Im Allerheiligsten war keine Bundeslade, weil sie verschwunden war. Da war kein Sühnedeckel, da konntest du auch kein Blut drauf springen. Was heißt das? Gott hat deutlich angezeigt, auch körperlich, dass es über das normale menschliche Priestertum keine Erlösung geben kann. Wisst ihr, es gibt keine Erlösung. Das wussten die, was haben sie gemacht? Wisst ihr, Mensch ist ja ein Trickser. Die haben getrickst. Dann sind sie hingegangen und haben einen Steinklotz reingestellt ins Allerheiligste. Und da ist der hohe Priester Yom Kippur reingegangen und hat ein Schälchen mit Blut draufgestellt. Entschuldigung, es gilt nicht. Gott akzeptiert nur das Blut auf dem Sühnedeckel, das Blut Jesu. Damit war klar, sie sind nicht erlöst. Und jetzt Johannes 1, 29, ihr müsst euch das vorstellen. Jude hat es gewusst, da ein Pharisäer. Jetzt kommt Johannes der Täufer und sieht Jesus auf sich zukommen, Johannes 1, 29. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Hätte die zusammenbrechen müssen. Er zeigt ihnen, guck hier, das ist das Lamm. Das ist das echte Opferlamm. Dessen Blut ist es. Sie haben es nicht verstanden. Die Bibel sagt dann,
als der Jesus der Kelch uns Brot zeigt, Bilder für das vollkommene Opfer, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Wisst ihr, was ein Bund ist? Das heißt Diatheke. Das ist ein Vertrag. Gott schließt einen Vertrag mit uns. Der Vertrag ist ganz einfach. Er sagt praktisch, ich schaffe dir ein vollkommenes Opfer. Ich lasse das Blut meines Sohnes, das absolut notwendig ist, vergießen für dich. Wenn du das annimmst, dann trittst du in meinen Vertrag ein. Dann geht der Zorn an dir vorüber. Du wirst gerettet. Du kommst in den Himmel. Das ist ein Vertrag. Wisst ihr, darum kann ich sagen, wenn ich auf dem Totenbett bin, Herr Jesus, ich habe mit dir einen Vertrag geschlossen. Ich habe dich angenommen. Ich bin bei der Wiedergeburt in einem Geist zu einem Leben getauft. Der Heilige Geist ist in mir. Damit ist das vollkommene Opfer in mir. Dein Blut hat mich gewaschen von meiner Sünde. Damit kann ich jetzt sterben. Aufgrund dieses Vertrages ist mir gesichert, dass ich im Himmel bei dir aufwache. Wisst ihr, das ist auch der Grund der Heilsgewissheit. Das haben die Leute nicht verstanden. Sie haben Heilsgewissheit gesucht in Gefühlen und sind dann am Rand der Psychiatrie gelandet. Ich habe absolute Sicherheit, dass ich in den Himmel komme aufgrund von Jesu Blut. Ich habe am 30.05.1974 habe ich den Herr Jesus angenommen als Erlöser. Das weiß ich. Und in dem Moment, wie ich das getan habe, bin ich in einem Geist zu einem Leib getauft worden. Seit der Zeit habe ich das Pfand in mir, Arabon, sagt die Bibel, das ist die erste Rate, habe ich das Pfand Gottes in mir, der Heilige Geist. Und ich bin gewaschen in Jesu Blut und muss mich natürlich immer wieder waschen. Warum? Ist euch das schon aufgefallen? Zum Beispiel, als Petrus sagt, wasche mich ganz, sagt er nein. Wer gebadet ist, das ist ein Schattenbild, wer wiedergeboren ist, muss nur die Füße waschen. Warum meine Füße? Weil meine Füße auf der Erde gehen. 1. Mose 3,17. Weil ich mit meinen Füßen dauernd der Fluch treffe. Das heißt, wenn ich normal lebe in der Welt, kannst du gar nicht verhindern, dass du dich versündigst. Wisst ihr, das muss man mal versuchen. Das sind die falschen Lehren. Wenn man sagt, der Gläubige sündigt nicht mehr, muss ich sagen, 1. Johannes 1, 7 bis 9 sagt, wer sagt, er sündigt nicht mehr, ist ein Verführer. Das heißt, ich brauche das Blut Jesu bis zum Schluss. Aber die Grundreinigung, der Vertrag, ist geschehen bei der Wiedergeburt, als ich in einem Geist zu einem Leib getauft wurde. Es ist da, ich bin vollkommen sicher. Wenn du auf dem Sterbebett liegst, du brauchst nicht überlegen, was du getan hast. Geh zum Herr Jesus und sag, Herr, ich nehme dein Blut nochmal ganz bewusst in Anspruch, wo irgendwas war. Ich weiß, dass ich den Vertrag geschlossen habe mit dem Vater im Himmel durch dein Blut. Ich bin gerettet, so kannst du mit Triumph in die Ewigkeit gehen. Wisst ihr, es gab mal ein Traktat, das will man heute nicht mehr hören. Solche Traktate findest du auch nicht mehr und Erzählungen. Ein Diener in Lissabon ist gestorben, lag auf dem Totenbett und die anderen standen ums Bett rum. Das ist ja immer schwierig, wenn dann die Leute dir beim Sterben zugucken. Ich weiß gar nicht, ob das schön ist oder. Ja. Bei uns in Albstadt war das Sitte. Wenn es einen Sterben gibt, sind alle Kinder gekommen, sind ums Bett rum, guckt vom Vater und Vater, bis er stirbt. Ja, brutal. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das wollte. Und auf jeden Fall, der Diener liegt auf dem Sterbebett. Da macht er die Augen auf und sagt ein einziger Satz, beziehungsweise war eine Satzkombination, sagt er, heute geht ein Sünder gewaschen in Jesu Blut in den Himmel ein. Da macht er die Augen zu und ist in der Ewigkeit. So würde ich auch gern sterben, oder? Doch herrlich. Aber es geht nur aufgrund von dem Blut, dem Vertrag. Überlegt euch einmal, wenn ihr lest, der neue Bund in Jesu Blut. Bund ist ein altdeutsches Wort, heißt immer Vertrag. Ich habe einen Vertrag mit Gott. Und Gott bricht seine Verträge nicht. Wir Menschen brechen sie, aber er bricht sie nicht. Das heißt, ich habe absolute Sicherheit, wenn ich ein Gotteskind bin und nicht weggehe, ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und jetzt hat der Herr Jesus das getan. Wisst ihr, er ist der wahre Hohepriester. Er ist der Sühnedeckel. Er ist der, der das Blut vergießt. Er ist Opfer. Hebräer 9,11. Als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, und hat eine ewige Erlösung erfunden. Ihr müsst es einfach kindlich lesen. Hebräer 10,19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen, am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Ihr müsst euch vorstellen, was da passiert ist. Können wir uns nicht vorstellen. Als der Jesus auferstanden war,
sind zwei Dinge 100%. Man kann nur auferstehen, wenn der Teufel einen nicht halten kann und man keine Sünde hat. Damit, als der Jesus auferstanden ist, war klar, er selber hatte keine Sünde, sonst hätte er nicht auferstehen können. Er selber hat alle Sünde getragen und hat sie bezahlt. Also blieb nichts übrig, was unbezahlt war. Nur aufgrund von dem konnte er auferstehen, weil er keine Sünde hatte. Er hat alle Sünde bezahlt, hatte selber keine. Konnte er auferstehen. Und nach seiner Auferstehung, nachdem er 40 Tage den Aposteln gesagt hat, was sie lehren sollen, die Lehrbriefe, ist er durch die Himmel gegangen. Steht Hebräer 4,14, steht Hebräer 10,19, könnt ihr alles nachlesen. Er hat die Himmel durchschritten. Hebräer 4, 14, 15, 16, ganz wichtige Stelle. Er ist durch die Himmel gegangen. Und wisst ihr, was da passiert ist? Wenn ihr die Bibel kennt, im Daniel sagt die Bibel ganz klar, es gibt einen Dämonengürtel. Es gibt einen Gürtel, wo man sogar Engel wie der Michael hindern kann, wo andere Dämonen die hindern. Das heißt, um uns rum, über dem Luftgipfel, ist ein Dämonengürtel. Und da kommen die ganzen Beeinflussungen her. Jetzt sagt die Bibel, der Herr Jesus hat, als er auferstanden ist, praktisch hier einen neuen lebendigen Weg eingeweiht. Das heißt, ich stelle es mir immer so vor, kindlich, er hat eine Schneise geschlagen durch die Himmel hindurch bis ins innerste Heiligtum. Und durch diese Schneide ist er hingegangen in die Stiftshütte im Himmel, hat sein Blut auf das Sühnedeckel gesprengt und in der Sekunde war die Erlösung fertig. Und in dem Moment ist der Vater im Himmel vollständig zufrieden gewesen. Und dann hat er dem Sohn der Heilige Geist gegeben, der Geist der Sohnschaft, wo diese ganze Erlösung drin war, die hat er ausgegossen. Das muss man einfach verstehen. Er ist durch die Himmel gegangen. Aber jetzt müssen wir etwas sehen. Mir hat einmal ein Pfingstprediger gesagt, es war beim Siegfried Müller in Karlsruhe, und zwar, er hat zu mir gesagt, oder nicht zu mir, zu uns alle, hat er gesagt, als ein Dämon in Zunge geredet hat, waren wir alle dabei. Werde ich nie mehr vergessen. Kann man selbst die alten Pfingstprediger von Müller haben gesagt, es war ein Dämon. Also ich habe sowas nie mehr gehört. Ich habe es auf Tonband übrigens. Und dann hat Russell Bixler, ein Mann von der Catherine Kuhlmann, schon einfach hingegangen und hat gesagt, ja, wisst ihr, wenn man in die Transzendenz eindringt, dann kommen halt auch die Dämonen. Da hat er recht. Wenn man ohne das Blut Jesu, ohne diesen lebendigen Weg in die Transzendenz eindringt, dann kommen die Dämonen. Darum werden alle, die versuchen, geistlichen Kontakt mit dem Jenseits aufzunehmen und nicht durch Jesu Blut, die gehen allem Teufel in die Falle. Aber jetzt sagt die Bibel, und da hat der Bruder nicht recht gehabt. Und Jesaja 35,8, eine Straße wird dort sein, ein Weg, man wird ihn den heiligen Weg nennen. Das ist eine schattenbildliche Darstellung des Weges aus Hebräer 10,19. Kein Unreiner wird auf ihm gehen. Nur wer durch Jesu Blut gereinigt ist, kann den Weg benutzen. Sondern er ist für die, die auf dem Weg wandeln, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Jetzt kommt der wichtigste Satz. Dort wird es keinen Löwen geben. Kein Raubtier wird zu ihm herankommen oder auf ihm angetroffen werden, sondern die Losgekauften werden darauf gehen. Schattenbildlich. Wisst ihr, was das heißt? In diesem Weg, die Dämonen, die drumherum sind, können in diese Schneise nicht rein. Ich habe vollkommene Sicherheit. Ich kann vollständig durch Jesu Blut vors Angesicht Jesu gehen. Die Leute fragen mich manchmal, hört der Teufel meine Gebete? Interessiert doch niemand. Es ist ganz einfach. Wenn ich sage, Herr Jesus, ich komme jetzt durch dein Blut, dann stehe ich vorm Angesicht Jesu. Wenn ich es im Glauben annehme, dann gehe ich durch die Schneise, stehe vorm Sühnedeckel, vorm Herr Jesus. Und er, sagt die Bibel, ist das Angesicht Gottes. Dann stehe ich vorm Angesicht Gottes des Vaters und kann jede Gebetserhörung, jeden Sieg, alles in Anspruch nehme, dann bin ich vollkommen sicher. Warum schießt der Teufel durch diese antichristliche Täuschung so sehr dagegen? Weil wenn ein Mensch das tut, hat der Teufel keine Macht mehr über ihn. Steht ihr? Ich habe mir mal überlegt, wann zum Beispiel habe ich Niederlage? Wann sündige ich? Mir ist aufgefallen. Immer, wenn mich der Teufel so weit gebracht hat, dass ich Ersatzlösung hatte. Wisst ihr, ich habe Dinge, die haben mich gequält. Ich kämpfe ohne Ende. Und statt durch diesen lebendigen Weg vors Angesicht Jesu zu gehen, habe ich mich gehen lassen. Oh, jetzt geht es mir wieder so dreckig, was soll ich tun? Wisst ihr, und habe dann irgendwie, dann bin ich in Sünde gefallen, habe mich versündigt und dann bin ich auch ganz gefährlich, wenn mir dann ein Mensch begegnet. Also Entschuldigung, ist besser, wenn er mir da nicht begegnet. Weil dann kommt der alte Karl Hormann raus, der eigentlich mit Christus gekreuzigt und tot ist, aber dann lebt er plötzlich wieder. Ich bin ein Mensch, wisst ihr, ich bin gutmütig ohne Ende, aber ich habe einen Point of No Return. Wenn du den überschreitest, wird es schwierig. Ich habe mal in der Bank, das ist eine Schande, aber ich habe mal in der Bank, wo mir ein Kunde so geärgert hat, habe ich den Stuhl durch die Bank geschmissen. Gell? Denkt man ja gar nicht, gell? Aber das ist das Alte. Wenn ich aber statt das zu tun sofort
zu ihm gekommen wäre. Nur Beispiel, mein Kassierer hat mich an den Rand des Wahnsinns getrieben. Er hat zu mir gesagt, weißt du, Karl Hermann, du bist so ein frommer Mann, es wird in Kürze bei der Bank passieren, dass man das Schild Landesgirokasse wegtut und Himmelreich drüber schreibt. Das hat er mich immer gereizt. Gell? Und dann hat er mich eines Morgens, ich habe verschlafen, keine stille Zeit, dann wird es gefährlich, dann wird es ganz gefährlich, hat er mich provoziert und genommen ohne Ende. Und jetzt sage ich es mal vorsichtig, ich habe dann eine reingehauen, das kann ich. Also ich habe keine körperliche Waffe, sondern meine Waffe ist meine Zunge. Ich habe dann zwei, drei reingehauen, war mal erledigt. Gell? Und dann kam der Heilige Geist und sagt zu mir, nee, so geht's nicht. Da bin ich in der Keller. Bin niedergeniet vom Waschraum, habe den Herr um Vergebung durch sein Blut gebeten, habe mich reinigen lassen durch Jesu Blut. Dann war ich rein. Dann bin ich raufgekommen. Dann hat Gott weiter zu mir geredet durch den Heiligen Geist. So, jetzt wirst du das schön in Ordnung bringen. Wissen, manche Dinge muss man nicht in Ordnung bringen, aber manche Dinge muss man in Ordnung bringen. Bin ich zu meinem Kassierer gesagt, Walter Richard, pass auf. Du hast mich zwar dumm angeredet, aber wie ich reagiert habe, war unter aller Kanone, ich bitte dich um Vergebung. Könnt ihr euch vorstellen? Ich glaube nicht, dass mich in meinem Leben mal, außer wo ich meiner Mutter bekennen musste nach der Bekehrung, dass ich ihre Geld 10 Pfennigstücke aus der Ladekasse gestohlen habe. Das war noch schwerer. Aber als ich das meinem Kassier bekennen musste, brutal. Wisst ihr, was dann passiert ist? Werde ich nie vergessen. Das ist ein Mann gewesen, wie ein Baum. Also er ist 3 Köpfe größer wie ich. Der hat gesagt, der Stadtbüttel hat mir einen Strafzettel geschickt. Den erwische ich demnächst, dann liegt er im Bach. Und der war so. Der hat auch in der Wirtschaft hat der Tisch aus der Wand rausgerissen. Also es war kein Softie. Und dann geht der Mann plötzlich mir gegenüber hin und sagt, Karl Hermann, ich entschuldige mich bei dir auch. Es war von mir auch nicht recht. Habe ich nie mehr gehört von dem Mann. Macht er was? Was das Blut Jesu, wenn es bei mir das Richtige bewirkt, für eine Macht hat, selbst auf Außerstehende. Gigantisch. Ich habe da nichts gemacht, wie doch Jesu Blut zu meinem Jesus gegangen und habe mich reinigen lassen. Ich hätte jetzt auch sagen können, oh, heute ist doch alles Dreck, wieder verschlafen, dann kommt der noch daher, Herr, wieso muss ich das machen? Wisst ihr, da kommen Ersatzlösungen. Wenn ich sofort zu meinem Jesus gegangen wäre, das habe ich dann gemacht, zum Glück, dann musste ich keinen Stuhl werfen, sondern dann war es vollkommen harmlos. Wisst ihr, und das will der Teufel nicht, das ist es, um das geht's. Er will uns Ersatzlösungen unterjubeln, antichristliche Methode. Wisst ihr, Leute kommen zu mir, wollen Seelsorge. Das Erste, was ich denen sagen habe, wie ein Schock, Bibel kennt keine Seelsorge. Du bist doch ein Seelsorger, sag ich. Nee, ich bin ein Verkündiger, ich bin kein Seelsorger. Ja, kannst du mir nicht helfen? Sag ich, kann dir zeigen, was du tun musst. Dann schreibe ich einen Zettel und schreibe denen auf, was sie tun müssen. Dass sie zu meinem Jesus gehen müssen, sich reinigen lassen müssen durch sein Blut, durch diesen lebendigen Weg ins innerste Heiligtum und das vollkommene Opfer annehmen müssen, dass sie dann völlig frei sind, keine Menschen brauchen. Und dann kommt die Enttäuschung des Lebens für die Leute. Dann erwartet sie, dass ich sie niedergehen lasse und gewaltig mit ihnen bete und vollmächtig und so. Dann sage ich, also gut, das war's, gib ihnen den Zettel ohne Gebeten, schick sie fort. Wisst ihr warum? Selbst das Gebet wäre wieder eine antichristliche Maßnahme. Sie erwartet von mir etwas anstelle, dass sie zum Herr Jesus geht. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich sage es jetzt so locker, aber es ist für mich auch manchmal schwer, wenn ich so brutal vorgehe. Aber ich kann den Leuten nur helfen, wenn ich brutal vorgehe. Ich muss sie von diesem religiösen Dreck loskriegen. Dass sie allein zum Herr Jesus kommen, dann ist es wunderbar. Wisst ihr, wenn man jetzt einmal anguckt, was das alles heißt, von der Sache her. Die Wirkung der Erlösung. Römer 3, 24 sagt, es ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wisst ihr, was Gerechtigkeit heißt? Gerechtigkeit heißt, wie wenn ich nicht gesündigt hätte. Versteht ihr? Wie wenn ich nicht gesündigt hätte. Müsst ihr euch mal vorstellen. Was sagt Paulus im Philipperbrief 3? Ich vergesse, was da hinten ist. Hast du alles, was du in deinem Leben falsch gemacht hast? Ich könnte euch wahrscheinlich ein Buch schreiben, nicht bloß DIN A4 Seite. Ich könnte euch ein Buch schreiben, was ich alles falsch gemacht habe in meinem Leben. Vor der Bekehrung, nach der Bekehrung. Also, wenn ihr es noch genauer wissen wollt, müsst ihr meine Frau fragen. Wisst ihr, das ist einfach so. Das merken die Leute. Du machst so viele Fehler. Wenn ich mich um die drehe, gehe ich unter. Also muss ich sagen, ich vergesse, was da hinten ist. Herr, egal, was ich für einen Fehler gemacht habe, dein Blut macht mich völlig rein. Durch dein Blut komme ich ins innerste Heiligtum. Durch dein Blut kann ich jetzt vorwärts gehen. Dann sagt Paulus, jetzt strecke ich mich aus nach dem, was vor mir liegt. Du kannst alles, was deine Vergangenheit betrifft, mit einem einzigen Glaubensakt beenden. Ist das nicht brutal?
da brauchst du keinen Seelsorger, da brauchst du niemanden, der gebietet, da brauchst du niemanden, der dir irgendwas zuspricht. Das ist Glaube. Kann ich das? 2. Korinther 4, 13, wir haben den Geist des Glaubens. Ist ganz am Schluss eigentlich, aber wir haben den Geist des Glaubens, 2. Korinther 4, 13. Also kann ich das im Glauben annehmen? Ich kann das durch die Wiedergeburt. Ich brauche da keine Besonderheiten. Ich muss auch nicht fasten, muss nicht beten, ich muss nur im Glauben annehmen. Ich habe den Geist des Glaubens, ich kann das. Derselbe Sekunde breche ich durch. Hebräer 9, 15 sagt, das ist jetzt natürlich auf einen jüdischen Gläubigen gemünzt mehr, aber gilt für uns genauso. Darum ist er auch Mittler eines neuen Bundes, damit da sein Tod geschehen ist zur Erlösung, haben wir vorher gesehen, Apollodorosis, von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen Berufenen, das verheißene Erbe erhalten oder empfangen. Ihr müsst euch mal vorstellen, was das heißt. Alles, was vorher war, alles ist weg. Wisst ihr, wir werden ja verdammt, aufgrund des mosaischen Gesetzes, aufgrund des vorigen Bundes, das Todesurteil. Da steht klipp und klar, wenn du das und das machst, bist du Kind des Todes. Und jetzt sagt die Bibel, das ist weg. Mein Todesurteil ist weg, ich bin frei. Offenbarung 13, 8 sagt, er ist praktisch am Kreuz von Golgatha gegangen, hat rückwärts alle Sünden, von Adam bis zum letzten Menschen, der lebt, bis zur Entrückung, und bis nicht nur zur Entrückung, sondern bis das tausendjährige Reich aufgehoben wird, der große weiße Thron ist. Er hat jede Sünde getragen, jeden Fluch, jede Verdammnis, müsst ihr euch mal vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen. Was der Jesus da am Kreuz durchgemacht hat, ist für uns unvorstellbar. Ich denke, in der Ewigkeit sehen wir es. Er hat alles bezahlt, vollständig. Und jetzt möchte ich die Stelle lesen, wo ich die Leute dann frage, Epheser 1, 17 bis 19. Guck, da steht, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Vollerkenntnis seiner selbst. Das heißt, du sollst begreifen, und zwar, jetzt erklärt er was, durch den Heiligen Geist, erleuchtete Augen eures Verständnisses. Das heißt, mein Verständnis soll durch den Heiligen Geist erleuchtet werden, damit ihr wisst, Geschwister, schreibt da daneben, nicht fühlt. Man fühlt es nicht. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbes, nicht im Himmel, sondern in den Heiligen drin ist. Das heißt, du sollst erleuchtet werden, was in dir drin ist. Sobald du das begreifst, weißt du, ich kann durch Jesu Blut vor sein Gesicht Jesu, ich bin vollkommen durch diese Erlösung frei. Ich kann alles, was Gott mir gegeben und versprochen hat, kann ich annehmen im Glauben. Und er erklärt dann, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist. Wisst ihr, ich komme aus der Pfingstbewegung. Wenn man uns erzählt hat, was Kraftwirkungen sind, da kann ich nur lächeln. Die Kraftwirkung hat mir kein Mensch erklärt. Das ist nämlich die echte Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt, es ist eine überwältigende Größe von Kraftwirkung an uns. Das steht im Griechischen hinein in uns. Das sind so Dinge, Fußnote haben wir so Schlachter hinein in uns, die wir glauben. Ich habe immer geglaubt, das meint die Aussage, die wir gläubig geworden sind. Aber da steht, die wir glauben, die wir das nämlich glauben, was in uns ist. Gemäß der Wirksamkeit, da steht Energie, der Macht, völlige Kontrolle seiner Stärke, da steht das Wort für stark. Wisst ihr, was heißt? Wenn ich das Blut Jesu annehme, wenn ich durch diesen lebendigen Weg, Hebräer 10, 19, Hebräer 4, 15, vor das Angesicht Jesu gehe und dieses vollkommene Opfer ernst nehmen, lässt Hebräer 10, 10 und 14, das vollkommene Opfer reicht vollständig aus, und das für mich in Anspruch nehmen, dann sagt die Bibel, sobald du das im Glauben tust und du hast den Geist des Glaubens, werden gewaltige Kraftwirkungen ausgelöst. Und wenn das nächste Mal jemand zu euch kommt und sagt, du musst das tun, 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 dann lese ihm die Stelle und sag, du, ich habe ein ganz anderes Problem. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Erklär mir doch einmal, wie das bei dir geht. Ich kann euch die Antwort jetzt schon sagen. Wisst ihr, was er für eine kriegt? Keine. Die haben diese Stelle, das hat der Teufel gemacht. Der Teufel hat diese Stelle vollständig zugedeckt, dass die Leute das nicht tun, dass er ihnen seine antichristliche Ersatzlösung reinschieben kann. Ist brutal. Ich finde es brutal. 1. Korinther 1, 30. Er ist unsere Erlösung. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Epheser 2, 13 und 14. Die ihr so ferne wart, ist jeder, der nicht gerettet ist, die ihr so ferne wart, ihr seid nahegebracht durch das Blut Jesu, er ist unser Friede. Aber jetzt guckt her, warum sagt die Bibel,
1. Johannes 1, 7 bis 9, dass das Blut Jesu uns die ganze Zeit reinigt. Warum? Du musst ja nur die Sünde bekennen, die in dein Bewusstsein geht. Aber du begehst die ganze Zeit von deiner Sündenatur, die noch in dir ist, dauernd kleine Sünde und Mäkeleien, wo du gar nicht merkst. Und das Blut Jesu muss mich die ganze Zeit letztendlich von dem reinigen. Wenn du das im Laufe der Zeit, da sammelt sich so ein bisschen ein Bodensatz in der Seele, dann empfindest du plötzlich, eigentlich bin ich nicht so, ich bin doch jetzt nicht so nah vom Herr Jesus, dann reden wir vom Verlust der ersten Liebe. Wisst ihr, aber in Wirklichkeit ist das der Bodensatz. Und ich habe früher, ich habe es ja schon oft erzählt, habe ich immer Blatt DIN A4 genommen und habe alle meine Sünde, die ich wusste, ich habe mein Hirn ausgepresst noch Sünde, die ich wusste, aufgeschrieben. Dann habe ich es zerrissen, habe es am Herrn bekannt, da habe ich geglaubt, jetzt bin ich wieder in Ordnung. Bis ich die Stelle las, da ein Schock, da steht, ihr seid nahegebracht durch Jesu Blut. Dann habe ich es probiert, habe gesagt, Herr, wenn hier jetzt irgendwas ist, ich nehme jetzt einfach dein Blut für das alles in Anspruch und glaube jetzt, so wie es hier geschrieben steht, dass ich jetzt sofort nahe bin. Ich hatte stärkere Wirkung wie mit meinem Zettel. Wisst ihr, ich kann sofort in die Gegenwart Jesu gehen, durch sein Blut. Das ist brutal. Nur die Sünde, die mir dann ins Bewusstsein kommt, die muss ich bekennen. 1. Johannes 1, 7 bis 9. Das Blut ist so gewaltig. Kolosser 1, 20 sagt, er hat Friede gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Das Blut für die Sünden, das Kreuz für die Sünden Natur, das vollkommene Opfer, reicht vollständig aus für alles. Sacharja 9, 11, Schattenbild, wo er sagt, ihr seid praktisch hier durch das frei geworden. 1. Petrus 1, 18 und 19 sagt, frei von der Religion, frei von der Vätererbe. Und 1. Johannes 1, 7 bis 9, ich lese es, ich habe es jetzt schon ein paar Mal zitiert, da geht es dann auch um die Gemeinschaft. Da sagt die Bibel, und ich denke, das ist vielleicht der wichtigste Punkt, wer von uns will nicht herrliche Gemeinschaft mit dem Herr Jesus, mit seinem Vater? Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes Jesus Christus reinigt uns von aller Sünde. Dann kommt der 8. Vers, wer sagt, dass der Herr keine Sünde, der lügt. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann im Vorfeld, in 3, sagt er, die Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn. Das heißt, durch Jesu Blut hast du perfekte Gemeinschaft. Wisst ihr, was erzählt man uns alles, was ich tun muss? Wisst ihr, ich habe die ganzen verführerischen Kreise beobachtet. Die müssen ja die Leute unterhalten. Die müssen denen ja was bieten. Also wird dauernd was Neues erfunden. Ich staune manchmal, was die aus dem Hirn rauszaubert, was man da alles machen muss, was man tun soll. Wenn ich die Bibel lese, muss ich sagen, ich muss gar nichts tun, ich komme zu meinem Jesus mit seinem Blut und es macht vollständig, absolut alles bestens. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass uns klar ist, wir haben diesen Zutritt zum Heiligtum nur durch sein Blut, diesen lebendigen Weg. Die Heiligung geschieht durch Jesu Blut, die Gemeinschaft geschieht durch Jesu Blut. Es ist ein ewiger Bund, ein ewiger Vertrag. Und dann kommt Offenbarung 1, Vers 5 und 6. Vielleicht eine der gewaltigsten Bibelstellen, die überliest man so gern. Da sagt die Bibel, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus dem Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Das ist der entscheidende Punkt, ich nehme den Vertrag an. Und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht. Da steht im Griechischen Kontrolle, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Damit sagt die Bibel, ich bin gereinigt durch Jesu Blut und in derselben Sekunde hat er mich zu einem König und Priester gemacht. Wisst ihr, was wird da gemacht? Da wird dann gesagt, ich bin ein König und da wird Zirkus gemacht, ist alles Quatsch. König, was tut ein König? Er herrscht. Über was? Über die Sünde. Was tut ein Priester? Er bringt das Opfer dar. Wenn ich ein König bin, dann hat Gott mir durch das vollkommene Opfer die Macht gegeben, über die Sünde zu herrschen. Ich kann nicht verhindern, dass ich manchmal in Sünde falle, aber ich kann herrschen über die Sünde. Wisst ihr, bei mir so, ich habe das gelernt. Teufel hat mich immer verklagt. Ich habe ein ganz sensibles Gewissen. Glaubt mir nicht, wenn man mich kennt, aber ich habe ein hypersensibles Gewissen. Dann muss ich hingehen mit brachialer Gewalt und zum Herr Jesus gehen und sagen, Herr, du hast jetzt gesehen, mich versündigt, ich nehme dein Blut in Anspruch. Und dann muss ich im Glauben draufstellen, dass es jetzt weg ist. Und dann gehe ich der zweite Schritt und sage, ich danke dir, dass ich mit dir gekreuzigt bin und dass ich an der Sünde nicht mehr sündiger werde. Du kannst das vollkommene Opfer vollkommen in Anspruch nehmen. Aber das lässt dir der Teufel nicht zu. Der schickt dir sofort Gedanken. Ach Karl Hermann, jetzt warst du in deinem Gebet zu lasch. Du hast falsch formuliert. Wisst ihr, kennt ihr das? Lauter so Unsinn. Ich muss nur in kindlichem Glauben kommen. Wie ich das formuliere, ist völlig egal. Nur mein Herz muss stimmen. Ich sage, Herr, ich nehme es einfach an. Dann bricht sofort der Sieg durch und ich habe letztendlich meine Ruhe.
Und dann sagt die Bibel, dann kannst du Gott dienen. Man muss ja ehrlich sein und praktisch. Manche schimpfen mich, weil ich das alles erzähle, aber man muss es einfach erzählen. Könnt ihr euch vorstellen, ich habe durch eine Handauflegung vom Peter Schmidt, einem Pfingstprediger aus dem Elsass, der ist schon in der Ewigkeit, von der kann ich das auch erzählen, habe ich letztendlich Lästergedanken bekommen, meine Frau Selbstmordgedanken. Dann ist etwas passiert. Ich habe durch Jesu Blut, durch sein vollkommenes Opfer, habe ich das gebrochen. Ich bin in Metzingen bei den Brüdern zum Dienst eingeladen, das erste Mal zur Verkündigung. Ich sitze im Wohnzimmer, wo die Brüder noch mit mir kurz geredet haben, bevor ich dann verkündigen musste. Plötzlich kommen die Lästergedanken alle wieder zurück. Ein sensibler Mensch wie ich hätte eigentlich aufstehen müssen und sagen, Brüder, Entschuldigung, ich habe ein Problem, ich kann bei euch heute nicht predigen, ich muss gehen. Da habe ich gelernt, egal was ist, du musst jetzt in der Sekunde zu meinem Jesus gehen, durch sein Blut völlige Befreiung annehmen und diesen ganzen Dreck ignorieren und ich konnte mit Vollmacht predigen. Versteht ihr, das ist der Unterschied. Der Teufel lügt dich immer an und versucht dich von dem wegzubringen. Und jetzt kommen wir zur Offenbarung 12,11. Das ist so das Resümee letztendlich. Also ich glaube ja, dass die Entrückung in der Mitte der Offenbarung ist, wahrscheinlich bei 11, 15 bis 18. 12 ist ein Rückblick, 13 wird dann der Antichrist offenbart, das deckt sich mit 2. Thessalonicher 2. Aber hier hast du jetzt etwas, da sagt die Bibel, ein ganz wichtiger Punkt. Ich lese ab 10. Nun ist gekommen das Heil oder die Rettung und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Geschwister, ihr müsst es einfach sehen. Der Großteil, was der Teufel euch erzählt, ist gelogen. Er ist ein Lügner und ein Mörder. Er lügt euch an, auch geistlich. Und sie haben ihn überwunden, der Teufel. Um des Blutes des Lammes und um das Wort ihres Zeugnisses willen haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Da steht im griechischen Psyche, also mein Seelenleben auch. Ich überwinde der Teufel durch Jesu Blut. Wisst ihr, in Römer 9,1 steht, dass das Gewissen nur wirkt im Heiligen Geist und sonst nicht. Wenn mein Gewissen mich verklagt, gucke ich zuerst mal, ob ich im Heiligen Geist bin oder ob das jetzt irgendwie meine alte Natur ist. Da gehe ich hin, nehme das Blut Jesu für mein Gewissen in Anspruch. Ist für mich die schlimmste Übung. Also bis das Blut aufs Gewissen wirkt, das finde ich das Schwerste geistlich. Aber es nehme ich für mich in Anspruch und dann kommt der entscheidende Akt. Was ich glaube? Ich glaube, dass das wirklich passiert ist. Wenn ich glaube, dass der Jesus durch sein Blut mein Gewissen reinigt, dann darf ich nicht mehr reagieren. Da kann der Teufel mir erzählen, was er will. Du reagierst einfach nicht mehr. Jesu Blut hat alles weggenommen. Fertig. Der Teufel erzählt dir immer noch. Interessiert nicht. Das geht ein paar Minuten alles weg. Wisst ihr, das ist dieser Kampf. Und ich sage es einmal so, auch wenn du die Offenbarung liest, Offenbarung 7, 14 bis 17, das ist ja eine Szene aus dem Vorhimmel, aus dem Totenreich, wenn heute jemand stirbt. Und jetzt fragt er, was sind das für Leute? Das sind die besonders Geheiligten, das sind die, die ihr Leben auf den Tod Jesu gegeben haben. So würden wir reden. Wisst ihr, was der sagt? Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Große Drangsal ist die gesamte Gemeindezeit. Sie haben ihre Kleider gewaschen, sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes. Das Merkmal eines Geretteten, dass er durch Jesu Blut rein ist. Der Rest ist egal. Versteht ihr? Ist brutal. Auch im Himmel, wo gesagt, es kommt nur aufs Blut Jesu, also ist auf gar nichts. Ich überwinde durchs Blut. Meine Stellung ist letztendlich das, was Gott gibt. Man muss das verstehen, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da sagt ja die Bibel, der Jesus gibt dem Wirt der Herberge. Herberge ist Gemeinde, der Leib Christi. Wirt ist der Heilige Geist, den gibt er 2 Denare. Also bezahlt für den Geist und die Seele. Also ich kann Geist und Seele vollständig geistlich kontrollieren und sagt, der Rest kriegst du erst, wenn ich wiederkomme. Das heißt, die Erlösung, die endgültige, dass ich keine Sünde mehr habe, dass ich diese Kämpfe nicht habe, die kommt bei der Entrückung. Dann zieht der 3. Denar die vollständige Erlösung vollständig. Das ist das, wir hoffen auf die Erlösung unseres Lebens. Dann ist es vorbei. Und der Schlüssel ist Kolosser 1,14. Also haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Ist auch interessant, dass die moderne Bibel diese Stelle durch sein Blut weglässt. Das ist auch interessant. Am Tisch des Herrn wird gedacht, das Blut. Und wenn jetzt Offenbarung 17, damit möchte ich schließen, weil es ist etwas, das man sich vergegenwärtigen muss. Ich lege auch nachher das Manuskript raus, wenn jemand will, kann er es kopieren. Da sind die Bibelstelle drauf. Und zwar Offenbarung 14, 5. Und in ihrem Mund ist kein Betrug erfunden, die Gläubigen, die Erstlinge, die erkauft sind durch das Lamm.
denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Entschuldigung, wie trete ich denn vor der Thron Gottes? Ich bin immer unsträflich, wenn ich vor dem Thron Gottes bin. Hebräer 10, 19. Durch Jesu Blut gehe ich durch die Schneise direkt vor den Thron Gottes. Wie das Blut. Jetzt kommen wir zur zwei letzten Stelle. Und zwar 2. Korinther 4, 13 haben wir schon gelesen. Und jetzt Römer 3, 25. Ein ganz zentraler Punkt. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. Das steht Hilasterion. Und zwar Sühnedeckel. Hat keiner gewagt, der es nur am meisten gewagt hat. Ich bin kein so Freund von ihm, aber Luther hat übersetzt Gnadestuhl. Geil dumm. Man müsste hier eigentlich sagen, ich muss mal gucken, ob man das nicht in Zukunft macht. Ihn hat Gott zum Sühnedeckel bestimmt. Er ist der Sühnedeckel. Das wirksam, oder das Sühnopfer, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Macht ihr was? Ich habe den Geist des Glaubens, 2. Korinther 4, 13. Wenn ich jetzt durch den Glauben an sein Blut diesen Glauben wirksam werden lasse, bricht die ganze Erlösung bei mir durch. Epheser 1, 17 bis 19. Wenn ich nicht im Glauben komme, wisst ihr, was dann passiert? Das ist gleich wie wenn du ein wunderbares Auto hast. Man gibt dir den Schlüssel und steckt dir sogar ein Schloss und du drehst nicht rum. So ist es. Du hast alles. Ist alles perfekt, aber du nutzt es nicht. Und wenn wir das beginnen zu tun, dann, Geschwister, wird dieser antichristliche Geist uns nicht mehr packen können. Und dann sagt die Bibel auf dem Berg der Verklärung, letzte Bibelstelle, Matthäus 17, 8, als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Wisst ihr, es gibt für mich kein größeres Kompliment, als dass Leute sagen, aber nach Halbstadt kannst du nicht gehen. Die schwätzen die ganze Zeit vom Herr Jesus und sein Blut. Sei wunderbar. Mit denen kannst du überhaupt nicht schwätzen. Mit denen kannst du nicht über andere Dinge reden. Die wollen immer nur Jesus und sein Blut. Sei wunderbar. Das ist das größte Kompliment, das es gibt. Sie sahen nichts als Jesus allein. Der lebendige Weg, nur durch sein Blut. Und wenn wir so gehen, dann garantiere ich euch, dann passiert etwas, dann kann der Teufel euch nicht packen. Er wird uns nicht packen. Sondern er kann uns diese antichristlichen Dinge nicht unterjubeln. Aber es ist eine persönliche Willensentscheidung. Und ich habe gefunden, es ist mit der schwerste Kampf, hier vom Angesicht Jesu stehen zu bleiben. Nochmal Prediger 8,3. Ich darf mich nicht vom Angesicht Jesu verscheuchen lassen und vor das Angesicht Jesu gehe ich durch sein Blut. Mich bete. Herr Jesus, wir beten dich an und danke dir, was du für uns getan hast. Es ist unsagbar, dass du diese Herrlichkeit beim Vater verlassen hast und dieses kostbare und teure Blut vergossen hast, das keine Sünde hatte, das völlig rein war, das so einen Wert hatte, dass du Millionen von Menschen erlösen konntest und dass dieses Blut, als wir zum Glauben kamen, unsere Sünde ausgelöscht hat, dass dort der Vertrag mit dem Vater geschlossen ist, dass wir Zugang jetzt haben, das innerste Heiligtum vor dein Angesicht und damit vor das Angesicht des Vaters, dass wir auch nahegebracht sind, dass wir Gerechtigkeit haben, Sieg, ein vollkommenes Opfer. Wir beten dich dafür und vergib uns, wo wir auf die Stimme des Teufels gehört haben, der uns abgedrängt hat. Und hilf, vor deinem Angesicht stehen zu bleiben und so auch zu